geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seht ihr das, was ich hier organisiert habe? Einen richtig kranken, geilen Bus, der nur für das, was wir heute vorhaben, reserviert wurde. Und zwar will ich mit den ganzen Jungs, mit den YouTubern campen gehen. Und ich sollte mich auf jeden Fall jetzt schon mal ready machen. Hab meinen Rucksack schon gepackt. Ich habe eine Kamera reingeklatscht. Ich habe auch eine Pistole reingeklatscht für alle Gefahren, die uns vielleicht begegnen sollten. Man weiß ja nie, was so auf einer Campingtour uns begegnet. Vielleicht ein Bigfoot oder sonst was. Ich weiß es nicht. Und ein drittes Item habe ich auch reingesteckt. Aber ich werde es euch noch nicht verraten, was da drin ist. Und schreibt immer in die Kommentare, wenn ihr mit euren Jungs campen gehen würdet, schreibt mir am besten drei Werkzeuge oder drei Sachen, die ihr unbedingt mitnehmen würdet, unten in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, lasst uns die Jungs jetzt abgehen. Ich glaube, die sind auch überrascht, weil die werden safe nicht klarkommen. Guckt euch mal diesen Bus an, wie geil er ist. Oh mein Gott. Wir werden mit dem Bus die Jungs abholen gehen. Ich hab Bock drauf. Lasst einen fetten Like da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe übertrieben Bock, sage ich euch, Freunde. Ich habe wirklich Lust, mit den Jungs einfach campen zu gehen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, seitdem wir hier zusammen in GTA in Los Santos leben. Der gute alte Armin ist schon ready. Armin, bist du schon ready? Komm mal raus. So, Mama. Er hat noch nicht mal seine Sachen geparkt. Armin, was machst du da? Ja, was hast du? Armin, du weißt schon, dass wir jetzt zusammen campen gehen, oder? Hä? Hä? Heute? Ich habe euch das doch bei WhatsApp geschrieben. Ihr habt alle zugesagt. Oh, ich sehe es gerade. Ups. Ich habe eine Nachricht gelesen. Ja. Weißt du was? Scheiß drauf, du kriegst meine Sachen. Ich habe ein paar Sachen für dich dabei. Willst du einfach mitkommen? Warte, schon wegen so. Lass mich wegen so was mitholen. Ganz kurz, ich komme sofort. Ja, okay, beeil dich. Eine Sekunde. Was glaubt ihr, holt Armin jetzt gleich runter? So, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns beeilen, weil die Jungs sind auch schon ready, denke ich mal, die anderen. Armin, komm, bist du gehypt? Ja. Was sagst du zu meinem Bus, den ich für uns organisiert habe? Aha, ja gut, aber nicht mal ein Lambo-Bus oder so? Bro, jetzt übertreib nicht. Ihr seid immer so unzufrieden, ey. Steig ein, Bro. Ja, schon ein bisschen schmal Spur, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber ist doch geil, Digga. Fürs Campen ist das doch mega ideal, oder nicht? Ja, okay, vielleicht hätte ich einen Wohnwagen. Wäre besser gewesen, Tio. Findest du? Aber da passt nicht jeder von uns rein. Und außerdem haben wir doch gelernt, wie man zeltet. Wir bauen uns einfach unser Zelt auf. Max hat sich doch eh darum gekümmert, dass wir ein paar Zelte mitnehmen. Und deshalb lasst uns mal rübergehen zu Max. Oder sollen wir vorher nochmal Rustik abholen? Rustik ist ja hier in der Nähe, ne? Dann können wir Max abholen, ja. Dann ist alles noch auf einem Weg. Ja, okay, machen wir so. Let's go! Armin, was glaubst du, werden wir alles erleben? Ich habe übertrieben Bock mit den Jungs. Ich sag dir ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, Ju. Ich habe immer so früher so Horrorgeschichten gehört von so Zelten und so. Deswegen war ich meinem Leben noch nie campen. Glaubst du, irgendwas Gruseliges wird passieren, oder was? Hey, was ist, wenn so ein Monster kommt auf einmal oder so? Sag mal, hat Max nicht damals irgendwie im Bigfoot mit Paul Berger gesehen, als die mal zelten waren? Ich weiß es nicht, aber Bro, es wird sowas nicht passieren. Erzähl mir das nicht, Bro, ich sag dir ehrlich, im Bigfoot ist doch nicht schlimm. Was macht Russack? Da ist das... Oh mein Gott, guck mal, das ist vorbildlich, Digga. Ja, Armin, das nenne ich mal Vorbild funktionieren. Ich glaube, ich habe was auf dem Herd vergessen. Fährst du mich schon mal nach Hause? Ich glaube, Russack wird dir schon was abgeben. Ey, was geht, Bro? Hey, Jungs, was geht? Ich hab Sachen dabei, ich habe einen Kebab-Spieß dabei, ich habe ein Zeltchen dabei. Wie geil, Digga. Ja. Okay, brauchen wir echt so viel? Bist du sicher? Was sagst du eigentlich zu dem Bus, was ich hier organisiert habe? Ja, ich lade jetzt mal die Sachen rein. Ja, soll ich dir helfen, Bro? So, das nehme ich auch. Ich mache dann schon mal alles ready. Ich gebe mal ganz kurz den Wohnort von Max ein, weil ich weiß gar nicht, wie man von hier bis zu Max kommt. Lass mich schon mal alles eingeben und du machst schon mal alles ready, okay? Russik? So, Leute, ich finde das ja übertrieben geil. Habt ihr gesehen, was Russik alles eingepackt hat? Das wird ja unnormal nice. Ich bin echt gespannt, was Max gleich machen wird oder was er mitnimmt. Ich habe echt Bock drauf. Jungs, beeilt euch! Was ist mit dem Kebab-Spieß, Bro? Nehmen wir den nicht mit? Ja, aber wie denn, wenn wir keinen Strom da haben? Ja, deshalb habe ich mich gewundert. Was hat Russik sich dabei gedacht? Stimmt. Ich kann nach Hause gehen. Ich kann so Strom vorbereiten. Ich brauche nur 3 Tage dafür. Hä, Russik, was ist denn das? Hä, was meinst du denn? Hä? Oha. Was ist das? Hä? Oha. Ich weiß es nicht, Bro. Armin, das fängt schon mal richtig komisch an. Du erzählst irgendwas von gruseligen Sachen und hier ist einfach so eine... Was ist das? Lass uns nach Hause fahren, okay? Eine Scheibe ähnelt irgendwie einem UFO oder sonst was. Lass uns doch lieber Camping... Lass uns irgendeinen Camping-Simulator spielen, lieber am PC jeder. Leute, was kann das sein? Das ist ja richtig komisch. Guck mal, die fahren auch alle drüber. Russik, du verarschst uns doch eh wieder. Ist ein Prank von dir, kann das sein? Bro, ich habe keine Ahnung, was das ist. Tut mir leid. Ich kann dir leider da nicht weiterhelfen. Hä? Was, Jo, ich hab Angst. Seht ihr das? Was ist das? Hey, Jo, fahr mich bitte nach Hause. Bitte, 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 bitte. Armin, habt doch keine Angst. Was ist das? Ja, was ist das? Ich fahr mal hier links lang. Wir müssen eh noch Max holen. Ist ja auch scheißegal, Leute. Keine Ahnung, vielleicht haben irgendwelche Bauarbeiter vergessen, das hier nochmal mitzunehmen, weil es vom Laster oder sonst was gefallen ist und die erstmal dabei sind. Das keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht, Jungs. Jetzt lass mal rüber zu Max, okay? Let's go. Let's go. Armin, geht's dir jetzt wieder ein bisschen besser?
Ey, Digga, guck mal, ey, ist mein Angebot. Wir chillen bis abends und dann fahre ich irgendwie nach Hause, schon mit dem Taxi. Und dann komme ich morgens wieder. Nee, so machen wir das nicht. Du kommst mit, Bro. Du wirst mitkommen. Ich zeig dir, dass du keine Angst haben musst. Da wird eh nichts passieren. Außerdem, wir sind doch da, Digga. Deine Brüder sind da. Wenn was ist, dann machen wir zack, links, rechts, Uppercut. Bam, bam, bam. Niemand legt sich mit uns an. Als erstes. Immer den kleinsten und die als erstes. Ja. Das sagen sie alle. Und dann? Passiert was. Gar nichts. Du hast zu viele Horrorfilme geguckt. Hast bestimmt so oft Scary Movie oder sonst was geguckt, ne? Ja. Ich überleg gerade, sollen wir mit dem Bus hier reinfahren? Doch, komm, wir überraschen Max einfach direkt. Max, was geht? Ey, da seid ihr endlich, Alter. Bro, ja, hey, tut mir leid, Russak hat so viele Sachen mitgenommen, dass wir alles nochmal in den Bus reinklatschen mussten, weißt du? Sio, ich hab eine Idee. Guck mal, Max, wie oft wurde bei dir schon eingebrochen alles? Schon 1000 Mal oder so, ne? Ja, übelst. Ey, du kannst doch nicht campen gehen, du Armer. Wenn du willst, ich passe auf dein Haus auf, okay? Und du kannst so ruhig gehen. Ey, Leute, Armin ist so ein Angsthase, ne? Armin, jetzt einmal keine Schmalspur, du kommst mit. Ich hab einen Armin. Ich will auch, dass Armin mitkommt. Armin, mit dir wird richtig lustig. Du musst mitkommen, Bro. Allein, weil du so Angst hast, das wird so lustig einfach mit dir. Ich hab richtig Bock schon. Max, bist nicht überrascht über den Bus und warum willst du fahren? Lass mich doch mal fahren. Aus Fahrrad, ja, okay, dann fahr du, Digga, komm. Sag mal, hast du nichts mit? Ich dachte, du nimmst die ganzen Zelte mit. Ich hab einen Rucksack dabei. Ja, und da ist ein Zelt drin, oder was? Lass uns das verschieben, lass uns das einfach verschieben, soll nicht schlimm. Also, ich hab ein Zelt für mich, aber nicht für euch. Jungs, ihr habt doch so viele Zelte mitgenommen, alles gut. Rucksack, ich penne einfach dann bei dir in deinem Zelt, okay? Ist das okay für dich? Oder hast du... Ich auch mit dem Zelt schlafen. Ja, komm, du darfst auch. Ist ja eh riesig, sein Zelt, haben wir ja gerade gesehen. Da kommen wir. Unser Max ist genauso schlau wie wir. Und wir fahren immer weiter und wir fahren immer weiter und werden immer weiter, so wie stehe. Ey, Max, fahr mal vernünftig! Aus dem Weg, Junge! Let's go! Jungs, ich guck mal kurz im Navi. Oder wohin wollten wir eigentlich? Wartet. Ich weiß, wo wir campen gehen. Wir können ja einfach bei Max am Hof campen, Leute. Bro, aber das ist doch nicht das Gleiche, wenn wir da einfach campen gehen. Nein, Jungs, ich hab was voll Gutes zum Campen. Vertraut mir. Okay, ich vertraue dir. Aber ich dachte, wir werden dorthin fahren, wo ich dir das gezeigt hatte bei WhatsApp. Ich schick dir mal auf Mandy. Guck mal, da sollen auch immer so gruselige Sachen passiert sein. Nein! Gruselige Sachen? Nicht. Leute, ich hab richtig Bock drauf. Ihr wisst, ich liebe Horrorspiele. Ich hab einfach richtig Bock drauf. Guck mal da soll letztes Jahr irgendwie eine Frau gestorben sein oder so. Was? Ey Leute, Max will natürlich Ami gerade verarschen, damit er richtig Angst bekommt. Wir spielen einfach mit. Ey, Ami. SU, ich verarsche dich nicht. Das ist Real Talk, Alter. Laber doch nicht. Mir ist schlecht. Hey, glaubt ihr, Max erzählt die Wahrheit? Ami, weißt du, was ich da auch noch gesehen habe? Ich bin da mal lang gegangen, ne? Und ich habe da einfach mal so, ich sag mal, Leichenteile gesehen. Das war aber nicht von einem Mensch, damit du hier keine Angst bekommst. Ich weiß nicht, was das war, aber das sah so aus, als ob das irgendwie so eine komische Kreatur war. Okay, mir reicht. Ich geh nach Hause, Jungs. Ich geh nach Hause. Armin, jetzt scheiß dir mal nicht ins Hemd, Alter. Alles wird gut, Bro. Wir sind jetzt gleich da. Das sind die toten Sümpfe, heißt das. Die toten Sümpfe? Was? Ich hab eine Sumpfallergie. Ich hab eine Sumpfallergie, Jungs. Ich würde gerne mitkommen, aber ich hab eine Sumpfallergie. Da sterben jedes Jahr ein paar Urlauber. Das soll voll verflucht sein da. Max, seit wann kannst du eigentlich im Bus fahren? Digga, ich kann alles fahren. Ey, Leute, ich freue mich einfach, dass wir zusammen campen gehen. Rustak, was ist mit dir? Ich hab Hunger, Mann. Ich hab Hunger. Ich will jetzt... Lass uns irgendwas jagen gehen. Vielleicht Lagerfeuer. Kirsch oder sowas. Sing das Lagerfeuerlied. Nein, kein Hirsch. Kommt der Geist und jagt uns wieder, Jungs. Ey, Jungs, sollen wir angeln? Ey, Jungs, warte, stopp. Guck mal, hier sind Tiere, die können wir jagen. Warte. Aber das ist nicht der Ort, wo wir eigentlich hin wollten. Warte. Rustak hat auch eine Sniper dabei. Marvin! Bro! Ist das jetzt unser Essen oder was? Das ist unser Essen für heute Abend. Ui. Bam! Boah, ja, seid mir ehrlich, der Arme tut mir voll leid. Ey! Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Was denn, was? Arme, oh mein Gott, komm mal her! Was war so? Ey, Jungs, seht ihr das? Was ist das da hinten? Was ist was? Oh mein Gott, seht ihr diese Leiche da hinten? Amir, das ist nur ein Prank, Digga. Da ist doch gar nichts. Ja, der Ort ist schön, aber lass uns wirklich zu diesem einen Ort hingehen, wo ich das auch von Anfang an in WhatsApp reingeschickt hatte. Ich sag dir ehrlich, ich hab Bock auf diese riesen Bäume dort. Und Jungs, ihr habt den Hirsch mitgenommen. Ja, Ehre, Digga. Ich hab richtig Bock drauf, aber das tat mir schon leid. Ja, kommt rein, Jungs. Und wo ist Amir? Amir, komm doch raus, Mann. Der kleine Angsthase. Jungs, seid ihr bereit? Habt ihr alles eingepackt wieder?
Nein. Alles wird gut, Bro. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, pünktlich ankommen, bevor es dunkel wird, weil sonst sind wir am Arsch, wenn wir da noch nicht unsere Zelte aufgebaut haben. Let's go. Ey, wie lange noch? Was ist das für ein Tunnel? Ja, Bro, ich kann auch nichts dafür. Wir haben alle einfach uns beschlossen, dass wir da hinfahren. Und ich dachte mir, komm, jetzt ziehen wir das durch. Wir sind doch eh gleich da, oder nicht? Ey, ich wollte doch gar nicht mitkommen. Oh, seht ihr diese kranken Bäume? Ich glaube, wir sind so langsam da. Amir, hast du immer noch Angst? Nein, bitte. Siu, bitte lass mich nach Hause. Was ist das? Das ist ja unnormal gruselig. Und die Sonne geht gleich unter. Leute, wir haben uns echt Zeit gelassen. Aber wir ziehen das jetzt durch. Es gibt kein Zurück mehr. Soll ich mal ein bisschen Gas geben? Guck mal, die ganzen Leute fahren da auch rein. Also, Armin, du musst eigentlich keine Angst haben. Sie würden jetzt auch nicht hier einfach so rumfahren, wenn hier irgendwas Gruseliges passieren würde. Was macht dieser Typ? Ey, Jungs, sollen wir uns mit ihm anlegen? Alter, du kannst ja nicht mal fahren. Ich fahr doch ganz normal. Der hat sich... Okay, komm. Ey, ich knall ihn ab. Dafür lässt du mich nach Hause, okay? Ich kümmere mich drum. Wir können doch jetzt nicht einfach auf der... Jungs, was macht ihr? Ja, ja, wir gehen hier gleich rein. Bitte, bitte. Fahr hier rechts. Ja, ich versuch's doch. Hier müssen wir eh lang, Leute. Haltet euch kurz fest, Leute. Ich glaube, wir sind echt da. Ey, SU, denkst du wirklich, dass hier so ein guter Ort? Ja, steigt mal aus. Ich glaube, wir sind da. Guckt euch das mal an. Kann ich im Bus weiter schlafen? Ey, Jungs, wir sind wirklich da. Auch komisch vor hier. Wir sind einfach bei den Canyon Trails angekommen. Hä, sah das aber nicht anders aus? In der Nachricht, die ich euch geschickt hatte? Das ja, komm, Jungs, wir wandern los. Ey, guck mal, da unten hängt auch so ein Zettel, Lost. Und wir wandern Lost jetzt Kong. Los. Siu, ja? Eine muss auf den Bus aufpassen. Gib mir den Schlüssel, ich schließ mich da drin ein, okay? Nein, wir nehmen den Bus mit. Ich hole euch ab, Jungs, wir nehmen den Bus mit. Lass mich nicht alleine, Max! Wir müssen weiter ins Innere. Komm jetzt, Amir. Wollt ihr nicht einsteigen oder soll ich schon allein losfahren? Ach, ich dachte, wir wandern. Nee, wir wandern ganz bestimmt nicht. Warte mal vor, Jungs, ich komm gleich nach. Amir, du kommst jetzt rein, ey! Oh. Du hast zugesagt, du lässt jetzt deine Freunde nicht im Stich. Du kommst jetzt rein, Bro. Oh mein Gott. Hört ihr das? Mamunkis. Was war das? Ein lebender Geist lebt hier. Ey, Siu. Siu. Der Geist. Sei ruhig. Siu. Sucht Fleisch, Menschenfleisch. Und irgendwann, wenn der Geist es schaffen sollte, sein Opfer zu finden, wird er ihn aufessen. Genauso wie dich, Amir. Raus hier. Er ist einfach rausgejumpt. Okay, wir fahren ohne dich. Viel Spaß beim Zurückgehen. Nein, Mann, wir sind schon so weit im Inneren, dass du hier ganz bestimmt nicht alleine den Weg... Du kannst ihn doch nicht alleine hier lassen. Ja, mach ich doch nicht, ey. Das will ich doch niemals machen. Ich hab da hinten irgendwas gehört. Komm jetzt rein, Amir. Ich hab da hinten was gehört. Fahr los, fahr los, fahr los, fahr los. Okay, Leute, wir gehen weiter. Guckt euch mal diese Bäume an. Boah, wie krank das hier aussieht. Oh mein Gott. Wer ist dieser Typ? Hä? Warte, ich rede mal kurz mit dem. Officer? Sie dürfen hier nicht reingehen. Warum dürfen wir nicht hier rein? Kommt nie wieder raus. Verziehen Sie sich. Tut mir leid. Und das gleiche auch mit dir. Russak, übertreib doch nicht. Er tötet die direkt. Hey, tut mir leid, Mann. Der hat mich Ich glaube, der Einzige, der besessen ist, ist Russak hier. Jetzt. Jungs, steigt ein. Lass uns wieder reingehen. Er hat doch gerade gesagt, wir sollen hier nicht rein, weil sonst kommt man nicht wieder raus. Ja, und genau deswegen... deshalb gehen wir hier rein. Nein. Doch. Nein. Komm rein. Nicht mit. Nein, du nein, kommst ich komm nicht mit. Nö. Amir. So, lass mich doch hier nicht irgendwie... Nö. Du kommst jetzt mit, hab ich gesagt. Oh, okay. Amir, ich bin besessen vom Geist, ich kann nicht mehr... Du musst leider sterben! Spaß, steig jetzt ein. Okay. Ey, langsam tut er mir leid, aber Amir, warum hast du denn so Angst, Bro? Wir sind doch bei dir. Ja, Bro, was, wenn wir alle entführt werden, abgeschlachtet werden und dann? Hast du nicht gerade gesehen, was Russak gemacht hat mit den zwei Typen? Ich glaube, die leben eh, aber... Russak ist kein Superman. Ja, aber wir sind doch beide. Digga, wir haben Schlimmeres überlebt und bestanden. So, das ist doch eine kleine Campingtour, die wir hier machen. Jetzt komm, let's go. Ich steige jetzt ein, mir reicht. Nein, ich komme nicht mit. Weißt du was? Guck mal, ich will dich auch zu nichts zwingen. Wenn du keinen Bock hast, kein Problem. Ich verstehe das auch. Ja, ja, so. Jungs, seid ihr bereit? Wir fahren dann ohne Amir weiter, okay? Warte, ich komm mit. Ja, komm, let's go. Aber das sieht hier echt gruselig aus. Da hat Armin schon eigentlich recht. Ich glaube, so langsam sind wir da, oder? Ja, endlich. Oder auch nicht. Hä, hier sind keine Menschen. Hä? Alter, das sind so viele Einsatzkräfte, Siu. Lass da, ey. Wir können, siehst du, wir müssen weg, wir dürfen nicht. Sie müssen sofort umkehren, aber wir schießen auf sie. Okay, Leute, da sind Polizisten. Wow, mit denen legen wir uns leider nicht an. Da waren ganz viele, aber was passiert hier? Einfach hier bleiben. Ja, wir müssen jetzt zu Fuß weitergehen. Ey, Jungs, ich park mal das Auto hier bzw. den Bus und dann gehen wir zu Fuß hier weiter, ja? Okay, Leute. Kommt mal mit. Ich glaube, wir können hier lang gehen. Lauf nicht so weit alleine weg. Lass uns hier mal gleich unser Zelt aufschlagen, ja? Hier ist ein schöner Ort, um Zelt aufzuschlagen. Wir haben Russik verloren. Russik wird vom Geist geholt. Oh mein Gott. Nein, der Russik ist doch hier. Oh mein Gott, wie krank das hier aussieht.
Wo ist Russik? Boah, wie heftig das hier aussieht. Okay, Leute, ich würde mal sagen, hier bauen wir unsere Zelte auf, okay? Das ist doch ein schöner Platz. Hier haben wir auch alles im Blick und dann Abfahrt. Dann lass uns mal hier uns um die Zelte kümmern. Och, Jungs, das war echt mega anstrengend, die Dinge aufzubauen. Ich bin schon richtig müde, Alter. Ich leg mich jetzt mal langsam hin, okay? Okay, mach das. Ich kümmere mich ums Lagerfeuer. Ich kümmere mich auch mit den Jungs ums Essen. Schlaf du einfach, ja? Ey, Jungs. Russak, du meintest irgendwie, du hast irgendwas anderes Krasses hier gesehen? Dann lass mal kurz dahin wandern. Hä? Ich hab niemanden gesehen. Ja, das sind nur ein paar andere Zelte. Sicher? Was war das? Ich bin weg. Haut rein, Jungs. Tschüss. Russak? Leute, was passiert hier gerade? Was war jetzt gerade? Laber doch nicht, das warst du doch gerade, Russak. Ey, ich finde das gerade echt nicht cool von dir, dass du... Russik, du musst mich begleiten, Russik. Komm. Armin, Russak hat dich doch gerade verarscht, Digga. Russak, ich finde das richtig uncool gerade von dir, dass du Armin jetzt so einen Schreck einjagst. Du weißt doch, dass er gerade mega Angst hat. Hä, was ist denn los mit euch? Ich war das nicht, Mann. Natürlich warst du das, Digga. Langsam regt mich das auch die ganze Scheiße hier auf. Leute, irgendwie habe ich ein richtig ungutes Gefühl. Guck mal den Vollmond an. Wir müssen in den Wald, Jungs. Ja, ich dachte, du willst uns was zeigen. Bitte nicht in den Wald, nur nicht in den Wald, Jungs. Bitte. In den Wald. Oh mein Gott, ey, Siu, sag doch mal bitte was. Ich sag doch gerade alles. Ich sag doch, er soll einfach damit aufhören. Ich hab nichts gemacht. Ey, Jungs, kommt. Ami, hast du noch eine Taschenlampe mit? Ja, hab ich. Kommt, ey, habt ihr das gehört? Jungs. Was war das? Kommt schneller. Das war eine Hupe oder so. Oh mein Gott. Russik! Wow, wieso läuft der so weit nach vorne? Russik, wo bist du gerade hingerannt? Russik? Hä? Der ist doch gerade hier runtergejumpt. Es ist der Erste. Das ist der Erste, der geschnappt wird. Ich hab's dir gesagt, wir hätten dich hinfahren dürfen. Armin, jetzt hör mir mal ganz kurz zu, ja? Guck mir mal ganz tief in die Augen. Diese ganzen Geräusche, die wir hier hören, das war doch Russak zu 100%. Der will dich doch nur verarschen. Aber mich regt das eh auch gerade auf, Digga. Max ist erstmal jetzt im Zelten, weil er auch wahrscheinlich Angst hat und keinen Bock hat. Und Russak, Armin, hast du noch eine Taschenlampe für mich? Ja, mein Gott. Hörst du das? Was war das? Ey, Digga. Russak, jetzt komm raus, Digga. Ich hab keinen Nerv mehr auf deine Scheiße, Digga. Russik, es reicht langsam. Da. Hä, da ist doch gar nichts. Ja, was mit denn da? Bitte, lass uns abbauen, bitte. Bro, du hast wahrscheinlich hier so einen. Du hast diesen Ast hier gesehen, diesen Baumstamm. Nein. Bitte lass uns abbauen. Ey, Siu, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, Russik, jetzt hör auf mit dieser Scheiße. Siu, ich hau ab. Da ist nichts, du Arme. Ey, ich reg mich gerade alle auf, Mann. Wenn ihr keinen Bock auf Campen habt, dann sagt es doch einfach. Nein. Ey, ich dachte, wir machen einen chilligen Abend heute zusammen. Chillige Nacht. Siu, Hilfe! Ach, Leute, ich weiß nicht, was die da die ganze Zeit labern. Armin, wo bist du jetzt? Ey, die wollen mich einfach pranken wieder. Das ist doch wieder ein dummer Prank. Leute, bin ich gerade vielleicht einfach lost und hab das gerade nicht gesehen? Ich weiß nicht. Ach, meine Augen, Leute. Was war das gerade? Das war doch wieder so ein Ast oder so. Warum leuchtet dieser Baum hier gerade? Ey, die Jungs wollen mich doch gerade safe verarschen, Leute. Armin, Russik, jetzt kommt raus. Wisst ihr was? Die wollen mich verarschen. Ich gehe wieder zurück zu Max. Da ist wahrscheinlich anscheinend der Einzige hier, der mich nicht verarschen will. Leute, ich muss dringend zurück zu Max. Was war das gerade? Was ist das gerade? Leute, ich glaube... Moment. Slenderman! Die Jungs hatten recht. Nein, bitte nicht. Nein. Slenderman? Leute. Armin. Russak? Lebe ich noch? Leute, das war wirklich Slenderman. Armin und Russik haben keine Scheiße gelabert. Armin, Russak, wo seid ihr? Warum hat er mich gerade aber nicht getötet? Haben die Schüsse was gebracht? Ey, so gut, dass ich meine Pistole doch mitgebracht habe. Freunde, ich muss Russak und Armin retten. Wenn ihr sagt, dass ich Russik und Armin retten soll von diesem komischen Typen, von dieser komischen Gestalt, dann lasst jetzt einen fetten Like da. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich.